Let's go. Ich laufe immer gerne hier in der Stadt, in der ich auch wohne. Die Stimmung war sehr schön. Sehr familiär, sehr supportive. Es sind viele Leute an der Strecke. Ja, eigentlich ein Klassiker im Laufkalender.21 Kilometer quer durch den Norden Berlins. Der Reinickendorfer Halbmarathon steht an und lockt wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler auf die Straßen Berlins. Man sieht es am Zuspruch, der hier ist. Er ist wieder fantastisch. Wir haben jetzt wieder 1600 Läuferinnen und Läufer gehabt. Es war ideales Laufwetter. Also wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Das Gemeinschaftsprojekt vom SC Tegeler Forst und VfB Hermsdorf ist also beliebter denn je. Und dabei vergisst man glatt, dass hier zeitgleich auch Berliner und brandenburgische Meisterschaften stattfinden. Nämlich im Halbmarathon. Schnellster Läufer ist Tom Turley vom Potsdamer Laufclub. Zielzeit 1 Stunde, 7 Minuten und 9 Sekunden. Damit ist er über 3 Minuten schneller als der Vorjahressieger Khalil Ayazem Al-Hamad. Die Strecke war diesmal richtig gut, es war ja eine neue Strecke. Die 4 Runden haben sich echt gut gelaufen, die war flach, richtig gute Stimmung. Also Wetter war perfekt, für mich war ja richtig gut der Lauf. Berlin-Brandenburgische Meisterin ist Katrin Kovacic vom Kissingen Sportverein aus Pankow. Und jetzt haben wir erstmal das Ziel, den Marathon in 3 Wochen. Das ist ja eine gute Vorbereitung für den Berlin-Marathon Anfang September. Hier den Lauf und dann 3 Wochen später die doppelte Strecke. Neben dem Halbmarathon werden natürlich auch ganz viele andere Strecken angeboten. Ob nun für Kinder, Hobbyläufer oder Handbiker, auf 5 oder 10 Kilometern, alle sind versorgt. Je nach Distanz wird die insgesamt 5,3 Kilometer lange Strecke, also bis zu 4-mal von Sportlerinnen und Sportlern gelaufen. Im Ziel gibt es dann aber für alle die wohlverdiente Finisher-Medaille. Ich fand ihn sehr stimmungsvoll durch diese verschiedenen Musikgruppen an den unterschiedlichen Stellen, die man da mehrmals passiert hat. Schön, hier in der Läufergemeinschaft zusammenzukommen und hat großen Spaß gemacht. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Laufmüde ist man in Reinickendorf aber noch lange nicht. Denn sowohl für den Run and Bike als auch für Berlins und Brandenburgs härteste Crosslaufserie, die Sega-Serie, könnt ihr euch noch anmelden. Dann wird Straße gegen den Wald getauscht, die gute Stimmung bleibt aber auf jeden Fall gleich.